Wir befinden uns heute bei ziemlich kühlem Wetter. Es ist so vielleicht 8-9 Grad. Im bergigen Hinterland der Südostküste klappern hier ein paar alte historische Städtchen ab und sind ziemlich angetan von der interessanten, kultivierten Landschaft hier um uns herum in so einer Art Mittelgebirge. Ein Plateau durchzogen von etlichen Schluchtenlandschaften. Sizilien ist eine verdammt große Insel. Größer jedenfalls wie alle Inseln, die wir bisher im Mittelmeer besucht haben. Und deshalb freuen wir uns auch darüber, dass wir für diese sizilianische Besonderheit, diese Insel, die sehr viel erlebt hat im Laufe ihrer bunten, vielfältigen, langen Geschichte, komplette 2 Monate Zeit haben. Unser Basislager wird in diesen 2 Monaten aber stationär bleiben. Das heißt, wir bleiben auf unserem Campingplatz im Südosten der Insel an der Küste in Punta Bracciano. Und von dort aus beginnen wir die Insel zunächst in kleinen und dann in immer größeren Radien zu erkunden. Zurzeit sind wir noch dabei, Tagestouren zu machen. Und wenn das Klima hier wärmer wird im März, dann werden wir auch mehrtägige Ausflüge weiter weg unternehmen, wo wir dann in unserem Auto pennen können. Aber gerade im Moment sind wir so etwa in einem Radius von 100 Kilometern um unser Basislager entfernt unterwegs. Und das gefällt uns. Das heißt, wir treffen auf interessante Landschaften, interessante UNESCO-Welterbestätte im Barockbaustil. Ja, und wir finden auch schöne Natur. Das heißt, das, was von ihr noch übrig geblieben ist. Langen Überlandtouren gibt es natürlich auch immer jede Menge zu sehen und Samira und ich unterhalten uns oft drüber, was wir da sehen. Und heute an diesem Sonntag sehen wir jede Menge Radfahrer. Das heißt, obwohl kaum Radfahrinfrastruktur besteht, sind die Italiener begeisterte Radfahrer, egal ob auf Rennrädern oder Mountainbikes. Und man sieht sie auch selten allein, meistens in kleinen oder größeren Gruppen. Heute passieren wir hier allerdings eine Riesengruppe. Das muss irgendeine Mountainbike-Veranstaltung sein, eine Frühjahrsveranstaltung. Das gefällt uns.
Was Samira und mich am meisten bei unseren Überlandfahrten fasziniert, das ist die Tatsache, welchen Aufwand Menschen hier auf Sizilien und auch anderswo früher betrieben haben, um sich interessante, schöne Häuser zu bauen und welche Mühe sie in die Kultivierung von Landschaft, von Erde, von Gebirge gesteckt haben. Hier hat man auf Sizilien Terrassen gebaut, Steine zusammengesammelt, wunderbare, riesige, endlos lange Mäuerchen errichtet und dazwischen Weideland geschaffen. Heute leben die Menschen hier in modernen Plattenbauten, die beim nächsten Erdbeben wie Kartenhäuser zusammenfallen werden. Und leider verfallen auch viele Kulturlandschaften, die früher der Ernährung der Menschheit in Sizilien dienten. Sehr überrascht sind wir über die Tatsache, dass wir hier im Südosten Siziliens so viele Kühe sehen. Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass hier Viehwirtschaft auf einer so südlich gelegenen Mittelmeerinsel überhaupt möglich ist. Nachdem wir ja bei unserer Herbst-Winterreise 2017 in Portugal und Südspanien gesehen haben, wie vertrocknet dort die Weidelandschaften sind, teilweise schon verrottet, gar nicht mehr nutzbar, so sind wir erstaunt, dass es hier sehr viel grünes Weideland gibt, jetzt hier Anfang Februar.